Herzlichen Glückwunsch, Kati Piri, für den ausgesprochenen guten und wichtigen erneuten Türkei-Bericht. Es gibt einen dramatischen Rückgang der Demokratie in der Türkei, wie wir bei den Verhaftungen zu Zehntausenden sehen, aber auch die Entlassung von über 152 Staatsbediensteten. Insbesondere die Frage der Pressefreiheit ist hier besonders stark gefährdet in der Türkei. Rebecca Harms und ich waren bei dem Cumhuriyet-Show-Prozess in Istanbul dabei und der Journalist Ken Dündar ist seinerseits jetzt in Deutschland, er kann nicht wieder zurückreisen. Seiner Frau wurde der Pass entzogen, das verurteilen wir aufs Schärfste. Aber auch deutsche Journalisten haben mittlerweile keine Presseakkreditierung mehr bekommen. Neben ausländischen Korrespondenten sind es Thomas Seibert und Jörg Brase vom Tagesspiegel und ZDF, die hier ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Auch das verurteilen wir aufs Schärfste und sehen, wie stark die Türkei die Pressefreiheit weiter einschränkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir offiziell eben die Aussetzung der Beitrittsverhandlungen jetzt eingehen, aber eben keinen Komplettanbruch der Verhandlungen hier vornehmen, weil wir zu der Zivilgesellschaft und den demokratischen Kräften in der Türkei stehen, die sich für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Thank you, colleague, Mrs. Ward, for one minute.